Hallo und herzlich willkommen zum neuen Augengespräch mit mir. Heute möchte ich mit dir über trockene Augen sprechen. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit einem Nachbarn, einem lieben Nachbarn von uns, und er erzählte mir, dass er trockene Augen hat. Und er erzählte mir auch, ja, dass er jetzt halt Tröpfchen nimmt, so da die Tröpfchen von Weleda und so, um seine Augen zu befeuchten. Ich habe natürlich große Ohren und große Augen bekommen, weil das ist ja nicht das erste Mal. 80% der Menschen, mit denen ich spreche, nehmen Augentropfen wegen trockenen Augen. Das muss aber nicht sein. Das muss nicht sein. Trockene Augen, das heißt, es heißt ja immer, ja, trockene Augen, ich trinke doch aber viel, aber ich habe trockene Augen. Natürlich kann es sein, wegen zum Beispiel Medikamenten, dass du trockene Augen bekommst, das kann sein. Aber es ist, oder zum Beispiel in den Wechseljahren, weil du irgendwelche Hormonumstellungen hast, das kann auch sein. Da musst du wahrscheinlich wirklich mehr trinken. Aber es wird viel zu schnell einfach auf die Tröpfchen zurückgegriffen, anstatt dass du versuchst, etwas anderes zu machen. Denn ich möchte dir erklären, warum du denn überhaupt trockene Augen hast. Ja? Und du hast trockene Augen, weil nicht weil du zu wenig Tränenwasser bildest, sondern weil der Fettfilm über dem Tränenwasser nicht mehr gebildet wird. Das heißt, du hast, ich habe jetzt das Auge gerade, doch hier habe ich es. Du hast hier, um die Hornhaut zu schützen, hast du hier, kommt der Tränenfilm und der kommt hier. Ich zeige es dir lieber an meinen Augen, das ist einfacher. So, hier hast du die Augen. Und deine großen Tränendrüsen sind in etwa hier oben, unter dem Knochen. Ja? Das heißt, du kannst diese großen Tränendrüsen, könntest du aktivieren, indem du viel lachst oder weinst oder trinkst. Ja? Möglichkeit. Du hast aber im Oberlid, sowohl als auch im Unterlid, hast du kleine Tränendrüsen, die den Tagesbedarf liefern für die Benetzung deiner Hornhaut. Die Hornhaut darf niemals der Luft ausgesetzt werden. Wenn du nun also ein sandiges Gefühl hast, dann ist die Hornhaut schon etwas, ja, nicht beschädigt, aber sie schreit nach Flüssigkeit. Ja. Das Problem ist meistens, dass die erste Flüssigkeit, die dir nicht fehlt, nämlich die Tränenflüssigkeit, die ist da. Weil es gibt ja viele, die sagen, jetzt habe ich trockene Augen, aber ich habe ja so viele, mir tränen ja die Augen, wenn ich an die Luft gehe. Genau, das sind klassische trockene Augen. Dir tränen die Augen, weil die Hornhaut schreit ständig nach Wasser, Flüssigkeit. Und dann kommen die Tränen, die Tränenflüssigkeit kommt dann, um zu produzieren, dass die nicht verdunstet beim Wind. Was passiert jetzt aber genau? Das heißt, du bist ja fähig, Tränenflüssigkeit zu bilden. Die Augenärzte erzählen dir das nicht. Du bist fähig, Tränenflüssigkeit zu bilden, aber du bist nicht mehr fähig, den Fettfilm über der Tränenflüssigkeit zu liefern. Und das ist eine Zivilisationskrankheit, weil wir sind einfach ständig am Computer. Und was passiert am Computer? Du blinzelst nicht mehr. Ja? Was passiert denn jetzt, wenn ich blinzle? Das erkläre ich dir jetzt. Du hast im Unterlid Drüsen, die Maibombschendrüsen, die stehen da wie Polizisten, einer neben dem anderen. Und im Oberlid hast du diese Maibombschendrüsen. Auch hier stehen sie einer nach dem anderen. Und zwar von der Ecke des Augenlids bis zur Nase. Das ist das ganze Lid, oben und unten, sind voller Maibombschendrüsen.
Und diese Drüsen sind eigentlich dafür da, das Fett zu liefern, das über das Tränenwasser gelegt wird, wenn du blinzelst. Und das kennt jeder, wenn Fettfilm auf dem Wasser ist, verdunstet das Wasser nicht mehr. Wenn jetzt dieser Fettfilm Lecks hat oder eben nicht gebildet wird, dann, wenn in einer Ecke ein kleines Loch entsteht, weil da Tränenflüssigkeit verdunstet ist, dann schreit die Hornhaut nach Wasser. Wenn du das nicht lieferst, dann gibt es ein sandiges Gefühl und dann gehst du zum Augenarzt oder in die Apotheke und dann sagen sie dir, ja, du musst eben die Augen benetzen und dann kriegst du so Tröpfchen. Diese Tröpfchen machen nichts anderes, als deinen Fettfilm zu ergänzen. Oder aber auch Tränenfettfilm, was auch immer, was es in diesen Tröpfchen hat. Aber diese Tröpfchen sind manchmal so gut, dass du über Stunden nicht mehr blinzeln musst. Blinzeln, ja? Du kannst mal im Fernsehen schauen, wenn es Interviews gibt mit Personen, die sich sehr konzentrieren müssen, dann merkst du, dass die nicht mehr blinzeln. Blinzeln tut man normalerweise alle 10 bis 15 Sekunden. Normalerweise. Aber das machst du nicht mehr. Weil wenn du blinzelst, ich zeige dir das jetzt, hier haben wir das Oberlid und hier das Unterlid. Und das Auge ist hier in meinem Ballen drin, ja. Das heißt, wenn du jetzt blinzelst, dann machst du so. Du machst ständig so, ja. Und was passiert jetzt am Rande des Lides? Diese Maibombschen Drüsen haben am Rande des Lides Öffnungen, Türchen, die geöffnet sind. Wenn jetzt vom Unterlid und vom Oberlid diese Türchen zusammenkommen, dann pappt der Fettfilm aufeinander. Und wenn du wieder öffnest, dann spannt sich dieser Fettfilm über den Tränenfilm. Ja? Das heißt, wenn du blinzelst, kommt der nächste Fettfilm über den Tränenfilm. Wenn du blinzelst, kommt der nächste Fettfilm über den Tränenfilm. Und nur wenn du blinzelst, passiert das. Weil nur diese Mechanik, dass du die Augen zumachst und wieder öffnest, diese Mechanik macht, dass dieser Fettfilm über den Tränenfilm gelegt wird. Und wenn du hier ständig immer nur so rumstehst, ich kann es gar nicht machen, es geht nicht, ich kann es nicht, weil mein Parasympathikus schreit sofort, das ist dieses unterbewusste kleine Männchen, das schreit, hey, blinzeln, blinzeln, blinzeln. Und wir haben das verlernt. Du wirst es merken, du hast es verlernt. Es gibt ganz eine einfache Lösung. Du machst die Fettfilmaktivierung. Das heißt, du reibst von unten nach oben dein Unterlid, so wie ich das jetzt mache, von außen nach innen, von unten nach oben. Du musst mir halt zuschauen. Oder von oben nach unten. Und, nicht oder, das Oberlid von oben nach unten. Du streichelst es von unten nach oben, von oben nach unten. Das Oberlid von oben nach unten und das Unterlid von unten nach oben. Das reicht. Mehr musst du nicht tun. Und wenn du findest, ja, das nützt mir nichts, dann hast du eben wahnsinnig trockene Augen. Und du könntest jetzt versuchen, dass du das machst, bevor du diese Tropfen nimmst. Weil wenn du diese Tropfen nimmst, du musst sie ja nehmen, weil sonst flippst du aus, weil das schmerzt. Aber du könntest sie langsam absetzen, indem du jedes Mal, wenn du denkst, du musst jetzt Tropfen nehmen, zuerst diese kleine Übung machst und dann schaust, ob du die Tropfen wirklich brauchst oder ob du das Gefühl hast, es ist angenehm, ich brauche keine Tropfen jetzt. Dann kannst du nämlich diese Tropfen langsam aber sicher eliminieren. Und das Zweite, was du natürlich machen kannst, das ist, dass du einfach Blinzel-Sessions einführst. Und das alle halbe Stunde für eine halbe Minute, 30 Sekunden lang, so blinzeln. So. Ja, das könntest du machen. Das heißt, es geht um den Fettfilm. Und glaube nicht, dass du nichts machen kannst. Und glaube nicht, bevor das nicht ganz klar untersucht wurde, dass deine Maibombschen Drüsen halt abgestorben sind. Das ist doch ein Schwachsinn. Es ist möglich, dass ein paar Maibombsche Drüsen nicht mehr funktionieren. Aber du hast ja von hier
in der Mitte der Nase, über das ganze Lid bis hier in die Ecke, hast du eine Drüse neben den anderen. Also, es gibt bestimmt noch funktionierende Maibomsche Drüsen, die den Fettfilm liefern können. Und wenn du nicht blinzelst, nützt das alles auch nichts. Du musst blinzeln. Dieses ganze trockene Augegehabe, ich kann es nicht mehr hören. Es ist so eine Degeneration und es ist so ein Business, diese Tropfen zu verkaufen. Und es sagt dir niemand, was du machen sollst. Auf meinem YouTube-Kanal hast du die Fettfilm-Aktivierung. Das ist ja in diesem Kanal, wo du jetzt drin bist. Und die kannst du machen umsonst. Die gebe ich dir zur Verfügung. Ja. Du kannst auch noch vieles anderes machen. Es kann ja sein, dass noch vieles andere gestört ist. Aber das würde diesen Rahmen hier sprengen. Das will ich auch hier nicht einfach so preisgeben. Und das kann ich auch nicht, weil das ist sehr persönlich. Und es geht bei jeder Person wieder anders, was ich machen muss mit den Klienten, dass sie wieder schöne, benetzte Augen bekommen. Das ist jetzt mein Beitrag im Moment für dieses Augengespräch. Trockene Augen muss nicht sein. Tröpfchen kaufen muss auch nicht sein. Mach's halt. Gib dir Zeit, um deinen Augen und speziell deiner Hornhaut Gutes zu tun. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Bis zum nächsten Augengespräch.